Herzlich willkommen allen Freunde zu einer neuen Folge von Animal Crossing. Heute werden wir mal mit den ganzen Bewohnern mal wieder reden, denn das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Die geben uns dann wahrscheinlich Aufgaben und sowas und ja, das wäre echt mal wieder schön, sowas zu erledigen. Und ich hoffe, wir finden hier dann gleich auch mal einen Bewohner. Und ich habe keine Ahnung, wo die sich aufhalten. Keine Ahnung. Dieses Quartier hier in der Ecke, das ist auch schon seit Jahren, ne? Aber naja, brauche ich halt nicht. So. Bist du denn zu Hause? Sieht so aus, ja. Kabuki ist zu Hause. Oder wohnt hier jemand anders? Weiß ich gar nicht. Ah, hallo Kabuki. Lorenz, ist schon viel zu lange her. Beim alten Kabuki bist du immer relativ willkommen. Das weißt du, oder? Nett, dass du wieder da bist. Pass auf dich auf und bau keinen Unfug. Kann ich was für dich tun, Miau? Ein Alora-Hemd. Meinst du Kleidung, in der man schön beweglich ist? Bei mir würde Kleidung da nicht viel weiterhelfen, Miau. Meine mangelnde Flexibilität kommt aus dem tiefsten Inneren. Gra, 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 ha, ha, ha. Ist was, Miau? Schon wieder Montag. Neue Woche, neue Ziele. Ich bin noch da. Dieses Ziel können wir also schon mal abhaken, Miau. Kann ich was für dich tun, Miau? Ich frage mich wirklich, was wohl der Traumberuf von Chihiro sein könnte. Moritz, weißt du das zufällig, Miau? Ja, weiß ich. Dachte ich mir doch, Miau. Über andere Bescheid zu wissen, kann sehr hilfreich sein. Nicht nur, wenn man sie beleidigen will. Es kann auch Freundschaften fördern. Oh, sehr schön, Kabuki. Sagst du noch was Interessantes? Hallo, Kleiner. Was gibt es denn, Miau? So, ich werde dir jetzt eine seltsame Frage stellen und du musst spontan antworten. Warum aus Gründen? Stell dir ein kugelrundes Aquarium direkt vor deiner Nase vor. Was ist drin? Kugelrundes Aquarium. Ein Haufen Müll. Ein Oktopus. Gut, das war natürlich eins von diesen Psycho-Experimenten. Mal sehen, was deine Antwort aussagt. Wer sich einen Oktopus vorstellt, will cool und souverän erscheinen, aber ist aber im Herzen ein Weichei. Oh, wow. Na, doch das du? Ich bin ja auch ein Oktopus-Typ. Ist also keine Schande. Bah, Okay. Wir sind wohl der Oktopus-Typ. Mich würde es natürlich nur interessieren, was bei Müll rausgekommen wäre. Muss das ja sowas wie eine Art hier Scheiß auf die Umwelt-Typ sein. So, wer ist endlich heute auf der Insel? Also am Strand war niemand. Obwohl, ich bin den Strand nicht komplett abgegangen. Vielleicht sollte ich das mal machen. Vielleicht ist Skille war doch da. Könnte ja doch sein. Auf dem Festplatz war ich auch noch nicht. Müssen wir gleich auch mal kurz vorbeischauen. Oh, eine Sommermuschel, nehme ich mit, weil ich möchte eigentlich auch mal wieder ein paar Sommerrezepte haben. Mann. Okay, hier hinten scheint aber niemand zu sein, oder? Nee, okay. Okay, wer ist auf der Insel? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auf dem Festplatz einfach. Mina? Gott, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die war schon lange nicht mehr da. Thomas! Hallo Thomas! Bonjour! Das bedeutet guten Morgen in der Weltsprache der Kultur, Hefhef. Klarer Himmel, frische Luft, Hefhef. Lebe den Traum, Moritz. Also gut, deine Aufmerksamkeit gehört ganz dir. Was gibt's, Hefhef? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin an einem Montag immer ganz energiegeladen. Der Beginn einer ereignisreichen Woche, Hefe. Hier zum Beispiel arbeite ich an einem Bastelprojekt und es sieht nicht gut aus. Aber warte nur bis Freitag. Dann sieht es zwar immer noch nicht besser aus, doch ich habe alles mit Strasssteinchen beklebt. Haha. Okay. Na? Was gibt's denn Neues, Hefe? Wusstest du, dass Schubert gerade auf dem Festplatz ist? Falls du deine Füße neu in Schale werfen willst. Ich habe mit Schuhen nichts am Hut. Passen nicht zu meinem Look. Aber ich gebe zu, der Typ hat fesches Zeug. Oh Gott, ist er fesch, sagt er. Das ist mir schon wieder unangenehm. Also gut, meine Aufmerksamkeit gehört ganz dir. Was gibt's?
Mit dem Outfit könntest du glatt in der nächsten Ausgabe von Aktiv und Gesund posieren. Okay. Na, Lust auf einen Plausch? Kannst du nicht verdenken, Hefhef. Na, was hältst du von dieser Jeansweste als Outfit für die Hochschule? War natürlich nur Spaß, dieses Ensemble lässt sich nicht auf eine bestimmte Sportart festlegen. Ja, toll. Lukas, hallo. Sie, du bist es, Moritz. Ich dachte schon, eine unsichtbare Macht hält uns voneinander fern. Es hat sicher nichts damit zu tun, dass ich die letzten Monate im Keller verbracht habe, um mein Fashion-Magazin neu zu ordnen. Also gut, meine Aufmerksamkeit gilt ganz dir. Was gibt's, Mosa? Warst du schon mal im Haus von Pamela? Es ist ja ganz schön, aber die ganze Bude riecht nach Eiskaffee. Das macht mich wahnsinnig. Wie viel Eiskaffee muss man denn wohl trinken, bis ein ganzes Haus danach riecht? Also gut, meine Aufmerksamkeit gehört schon wieder dir. Na? Erst dachte ich ja, das sei Kunst, aber es handelt sich in Wahrheit um ein Hessentraktor. Jedenfalls sind diese wunderbaren Farben genau das, was diese Insel jetzt braucht, Mauser. Oh Gott, ey. Lukas, lass mich in Ruhe. Ja, ich hab da eigentlich. Er funktioniert eigentlich. Weiß ich grad wirklich nicht. Ah, er hier, Oscar. Warte. Oh. Guten Morgen. Wenn Freunde vorbeischauen, startet man gleich viel besser gelaunt in den Tag. Deine Klamotten schreien förmlich, es ist Sommer. Da will man direkt schwimmen gehen und deine Klamotten sagen, brüllt nicht so rum. Richtig. Ist irgendwas? Tut mir leid, ich hab grad nicht aufgepasst. Ich liebe Essen, aber ich bin ein total mieser Koch. Einmal habe ich sogar geschafft, Wasser anbrennen zu lassen. Oh, das habe ich auch einmal geschafft. Da habe ich vergessen, den Herd auszumachen und dann war mein Topf kaputt. Beziehungsweise undicht ist er geworden. Die meisten Leute wissen nicht mal, dass das überhaupt geht. Doch, das geht. Ich weiß das. Hey, wie geht's denn so? Eine Tasse, heute schon ein Näschpäuschen eingelegt. Ach, Nasch. Ach man, ich finde, das ist ja total traurig. Niemand sollte snacken, sollte immer und zu jeder Zeit erlaubt sein altes Haus. Okay, danke schön, Oscar. Haben mit dir auch wieder genug geredet für die nächsten Monate. Und Pamela, ne? Dich hindert nichts, dass du aufziehst, ne? Pamelchen. Schönen guten Tag, der Herr. Blick auf meine Waren. Gefällig? Lass dir Zeit, ich hab's nicht eilig. Ist aber nichts Schönes dabei. Ein paar Fußballschuhe. Komm, die kaufe ich mal einfach. Gau. Damit ich zumindest etwas von ihm gekauft habe. Danke, Schubert. Danke. Nee, danke. Ja. Wo sind die anderen denn? Oh, diese Blumen hier, ne? Schrecklich. Schrecklich. Oh, ich schieße. Der Hennes Sound. Hallo, wie läuft's bei dir so? Oh, ja. Ideales Outdoor-Wetter. Da freuen sich die Muskeln doppelt, wenn sie an frische Luft sind. Hi, ist es Zeit fürs Handschuh-Training? Dein Aloha-Hemd ist klasse, ein echtes Signal-Outfit. Eine Ananas-Aloha-Hose würde sicher prima dazu passen. Vom Style her müsste es doch genau dein Ding sein. Oh ja. Oh, ich bekomme eine Höhle. Dankeschön. Brauchst dich nicht zu zieren. Oh ja. Hi, ist es Zeit fürs Handschuh-Training? Nein. Zikaden müssen unglaubliche Bauchmuskeln haben, um so laut zirpen zu können. Oh ja. Ob ich meine Bauchmuskeln wohl auch trainieren könnte, indem ich das Geräusch nachahme? Dazu müsste ich mir Zikaden aber genau ansehen, Moritz. Könntest du mir eine besorgen? Klar. Das nenne ich sportliches Verhalten. Dafür hättest du eine Medaille verdient. Dafür Glück. Okay, dann fangen wir noch mit Zikade. Ich meine, die wachsen hier überall in den Bäumen. Hätte eigentlich auch einfach eher rumlaufen. Wir können uns mal die Hose angucken. Nee, das nicht. Hier. Aha, sehr hübsch. Und dazu die Fußballschuhe. Ja, perfekt. Besser geht's doch nicht.
Ich hab nur die Seite hier zum Problem. Auf diesem Teil der Insel. Das habe ich hier tatsächlich noch nicht gesehen. Da ist eine. Da sind zwei. So, ich habe eine. Ja, danke schön. Wo bist du? Hier, ne? Da. Guten Morgen! Na, ich geh jetzt wach? Oh ja, 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 ja. Was? Echt? Oh ja, 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 ja. Alter Schwede, ey. Schreit der mich einfach so an. Oh nö, ja, lässert sie gerade. Ich hol's das, du erschaffen wir das Wort. Vielen Dank. Ein Siegertreppchen habe ich hier leider nicht für dich, also nimm das hier. Oh ja, 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 ja. Ach, schon wieder was zum Anziehen. Leopardenschell, wow. Dankeschön. Dankeschön, das schauen wir uns natürlich an. Oh, da oben ist Edde. Oh Gott, ist das hässlich. Eigentlich ist alles hässlich, was ich gerade anziehe. Anhabe. Hallo. Hey König, was für ein Zufall, dich hier zu treffen, Gronk. Ist gar nicht so schlecht hier auf der Insel, wenn man jemanden wie dich zum Quatschen hat. Kann ich was für dich tun, Gronk? Nuxlan ist massiv gewachsen. Könnt vor Freude heulen, dass die Kleinen es so weit gebracht haben. Verdammt, mit den Jahren werde ich immer wieder immer sentimentaler. Hallo Kleiner, was gibt es denn, Gronk? Sieh an, König der Insektenschreck. Du legst den Kescher ja gar nicht mehr aus der Hand. Da muss ich mich ja beinahe anstrengen, Gronk. Hallo, was ist denn jetzt noch, Gronk? Hör mal, Kleiner, was würdest du wählen? Ganz spontan, sonnig, regnerisch oder bewölkt? Regnerisch. Oh, 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 nicht schlecht, wenn zu verabscheuen Regen, aber das sind Kleingeister, Gronk. Vom Geräusch bis zum Geruch Regen beruhigt einfach das Gemüt. Oh ja, Regen zu schätzen zu wissen zeugt von einem guten Charakter. Ja, sehe ich auch so. Kann ich was für dich tun, Gronk? Schon wieder Montag. Diese Woche muss ich... Geschenk! Halt die Klappe, Edde. Geschenk. Da. Und Peng. Sehr schön. So. Wow. Olivia. Ich bekomme nur Kacke. Wie läuft es so bei dir? Ich versuche eine gute Zuhörerin zu sein. Also komm ruhig zu mir, wenn dich mal etwas bedrückt. Was führt dich zu mir, Juhu? Wenn es warm ist, soll man viel Wasser trinken. Lass uns beide daran denken, Juhu. Was führt dich zu mir, Juhu? Warst du schon mal bei Hennis zu Hause? Sein Einrichtungsstil ist unverwechselbar, nicht wahr? Einfach typisch Hennis. Man würde sogar wissen, bei wem man ist, wenn man mit verbundenen Augen hingebracht wurde. Oh, Peng. Ja, da hast du hinterher geguckt, ne? Wie geht's? Wie steht's? Juhu! Moritz, ist dir in letzter Zeit irgendwas Interessantes passiert? Wusste ich's doch. Man sieht es dir nämlich an der Nasenspitze an. Bei mir ist bestimmt auch immer ganz deutlich zu sehen, wie ich mich fühle. Alles in Ordnung, Juhu! Oh, da fällt mir ein, ich hatte letztens eine Nacht. Ein richtig seltsamer Traum. Du kamst übrigens auch darin vor, Moritz. Wir hatten beide an einem Wettbewerb teilgenommen. Es ging um Jonglieren, glaube ich. Keine Ahnung wieso, aber plötzlich hattest du einen riesigen Taschenrechner in der Hand. Und ich stand mit einem Pokal gefüllt mit Apfelschorle auf dem Siegertreppchen. Verrückt, oder? Ja, und wie. Und wie. Mein Traum war heute auch relativ... War auch wieder cool. Wir waren in einem Möbelhaus, ich weiß nicht, ob es Ikea war, aber es war ein Möbelhaus und da war so eine ganz große Wand, so eine Rätselwand und derjenige, der es als erstes schafft, bekam halt ein Preisgeld von 10.000 Euro. Ja, da war ich dann die ganze Zeit. Da hatte man ganz, ganz viele Schilder, die man dann an die Wand so kleben musste, wie so eine Art Puzzle halt. Und ja, das habe ich dann gemacht. Bis dann zu war. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ja. Toll, ne? Ah ja, und ich wollte dann am Ende dann vorne sitzen. Da habe ich dann laut geschrien: Ich will vorne sitzen!
Ja, okay, Leute. Ich glaube, das war's mit Animal Crossing für heute tatsächlich. Wir haben, glaube ich, gefühlt mit... Oh, warte, wir müssen noch zu Nukibuki. Denn ich brauche die Meilen, ey. Die Meilen brauche ich noch. Heute ist Dienst? Mittwoch. Montag. Montag. Mal eben schauen hier. Ich bin gleich auf jeden Fall erstmal weg. Und ja. Toll, ne? Sehr, sehr schöne Information für euch. Nee, ich gehe nur joggen, wie eigentlich gefühlt jeden Tag. Wie jeden Tag. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Harry Potter. Bis dann, euer Kamil, haut rein und ciao.